Willkommen bei den Frostaltären, Spyro. Im Auftrag der Eisfeen möchte ich dir für die Zeit deines Aufenthalts in unserer Welt eine Spezialkraft geben. Ein Bär hat uns zum Schutz vor Rhinoxen ein Laserverteidigungssystem verkauft. Aber mit diesen Flossen kann ich es nicht einschalten. Für dich dürfte es aber kein Problem sein. Geh einfach hinein. Wenn du fertig bist, drück Aktion, um wieder rauszugehen. Vielleicht könntest du mit dem Laser auch diesen Eisblock schmelzen. Justus und ich haben Schneemänner um die Wette gebaut, als die Zauberin sie mit einem Spruch zum Leben erweckte. Seitdem stampfen sie herum, bauen Eiswände und machen jede Menge Ärger. Wie wär's, wenn du die Schneemänner mit dem Laser schmilzt? Ich würde es ja selbst tun, aber du weißt ja, die Flossen.
einfacher, an den Schatz da oben ranzukommen, wenn du etwas zum Draufstellen hättest. Ein Eisblock, ja. Damit könntest du den Schatz erreichen. Aber wie kommen wir hier an einen ran? Spyro, ich habe gerade eine Nachricht von meinem kleinen Bruder bekommen. Scheint, als hätte er ein Problem mit einem Yeti. Der blöde Yeti hat meinen Ball. Ich habe ihm gedroht, dass du ihm in den lausigen Hintern trittst, aber er hört nicht. Ich wusste, dass du es machst. Zeig ihm, dass mit uns nicht zu spaßen ist. Block seine hohen Schläge ab und triff ihn niedrig, wenn er versucht zu blocken. Das ist gar nicht mein Ball. Du solltest ihm gleich nochmal in den Hintern treten. Bring mir meinen Ball wieder. Dieses Mal gibt es 3 Runden. Und wenn du gewinnst, lass dir nicht wieder so ein dummes Ei geben. Ah!
Danke für deine Hilfe, Spyro. Nimm ruhig das hier. Die Rhinoxe wollten es mit dem Laser frittieren. Aber du hast sie gestoppt. Sag mal, Spyro, du bist doch ein Sportfan, oder? Wie du sicher weißt, sind die Frostaltäre der Geburtsort der Sportart Katzenhockey. Das heutige Spiel ist ausverkauft, aber ich habe zufällig ein Ticket, das ich mit einer klitzekleinen Preiserhöhung verkaufen würde. Geh rein, Spyro. Das sollte ein spannendes Spiel werden. Ehrlich gesagt, ich habe sogar auf das Rhinox-Team gewettet. Ich hoffe nur, dass das Heimteam keine Unfälle in letzter Minute hat. Ich vermiese dir das Spiel nur ungern, Spyro. Aber ich habe das Heimteam bestochen, gegen die Rhinoxe zu verlieren. Ich habe einen Rhinox zu einem Katzenhockeyspiel herausgefordert. Aber ich habe mir wohl beim Trainieren meine Flosse verstaucht. Kannst du für mich spielen? Super. Friere die Katzen ein und schubse sie in mein Tor, um zu pumpen. Gut gemacht. Du verdienst es, den Pokal zu behalten.